Die Motorsportsaison ist zu Ende. Für viele Fans beginnt jetzt die ruhige Zeit. Auch die Teams können für ein paar Tage durchatmen. Wir haben diese Gelegenheit genutzt, um mit dem Teamchef des Racing Team Germany über die Saison 2009 zu sprechen. Für Dirk Heidolf und sein Team war die vergangene Saison mehr als turbulent. Doch nach dem Fahrerwechsel von Bastien Chézeau auf Shuhei Aoyama kann der ehemalige 250 Kubikzentimeter Pilot jetzt doch noch ein positives Fazit ziehen. Wir waren am Anfang oder bis zum Fahrerwechsel richtig enttäuscht dann zum Schluss, dass wirklich halt nicht mehr geht, und wussten aber, dass rein vom Motorrad und halt von der Mechanikerleistung, also komplett vom Team her, viel mehr gehen muss. Also das wurde uns auch immer von Honda bestätigt, und das hat er halt dann gezeigt mit Platz 10, 11, 12 und 14. Denke ich, waren wir halt zweimal bestes Privatteam, ja auch zweimal bester Privatfahrer. Und ich denke, das ist halt wirklich das, wo wir gedacht hätten, dass wir das auch mit unserem anderen Fahrer erreichen können. Ein 13. Platz im WM-Lauf der 125 Kubikzentimeter-Klasse und ein starker Platz 10 in einem Rennen der 250er-Klasse waren die besten Ergebnisse, die das Team 2009 einfahren konnte. In weiteren drei Nachwuchsklassen holte das Racing Team Germany sogar den Titel. Die Vorbereitungen für die Saison 2010 laufen bereits. Das Team verhandelt derzeit mit verschiedenen Fahrern. Ja, also wir haben wirklich gute Gespräche jetzt in den letzten paar Wochen gehabt. Also Shuhei Aoyama möchte unbedingt bei uns bleiben, egal ob Moto 2 oder 125. Das wäre natürlich, sage ich mal, dann schon ein Kracher, wenn er bleiben könnte, weil ihm trauen halt viele Leute zu, dass er nächstes Jahr in die Top 5 fahren kann in der 125er, sowohl als auch in der Moto 2, weil er hat viel Erfahrung und ein großes Talent. Dann sind wir wirklich in engen Gesprächen mit dem Jakob Kornfeld, der ist ja dieses Jahr im Red Bull Rookies Cup gefahren, hat den gewonnen, den haben wir dieses Jahr schon unterstützt gehabt. Und wie gesagt, haben wir noch andere Leute angefragt, wir haben Sandro Cortese ein Angebot gemacht, und jetzt schauen wir mal, ich denke mal in den nächsten 2 bis 3 Wochen hoffen wir mal, dass wir da eine Entscheidung zusammenbringen. Das Racing Team Germany ist in Deutschland das einzige Team, das den eigenen Nachwuchs von Beginn an fördert und bis zur Topstufe führt. Also das ist halt so, wir wollen auch im neuen Jahr im Nachwuchsbereich weitermachen. Wir haben da wirklich dieses Jahr große Erfolge eingefahren, möchten auch gerne die Herausforderung annehmen und stellen uns natürlich auch der Sache, dass wir die Meistertitel alle verteidigen wollen. Wir sind halt dieses Jahr in 3 Klassen Meister geworden. Wird keine einfache Aufgabe. Wollen uns nächstes Jahr auch in der 125er Deutschen Meisterschaft beteiligen, dass wir halt unseren Nachwuchsfahrern, die jetzt wirklich von der Leistung her schon so gut sind, in die 125er IDM zu gehen, dass wir denen das nächste Sprungbrett und die nächste Stufe bieten. Das Racing Team Germany als Sprungbrett in den ganz großen Motorsport. Seit 2 Jahren macht das Team um Dirk Heidolf alles dafür, dass junge, talentierte Fahrer eine Chance im motorisierten Zweiradsport haben. Und auch 2010 wird das nicht anders sein.